Schwitzen kommen. Boah, das war eine Mission. Da ging es um Leben und Tod. Huiuiuiui. So. Was bist denn du für eine Mission? Ich hoffe, ich bin schon stark genug. Hat versehentlich in einem Metallbeschlag aufgesammelt, der zurück zur Stallung gebracht werden muss. Ja, das können wir machen. Let's go. Werden wir gleich sehen. Aha, okay, passt. Gut, dass du es mir so geschickt hast. Was, ich hab's gelesen. Ich hab's gelesen. Gut zu wissen, Kuss geht raus. Gut zu wissen. Oh, ich sag nur, damit der ein oder andere versteht, das gibt's in jedem Resident Evil Game. Ja, na sicher können wir es hinbringen, auf alle Fälle. Machen wir schon, machen wir schon. Machen wir auf alle Fälle. Alter, der... Alter, da sind Sachen mal wieder da am Start. Bist deppert, ja voll geil. Na gut, ich hätte gesagt gehabt, zeig einmal her, kartentechnisch. Oh, es regnet wieder plötzlich. Oh, hoppala. Bin ich endlich aus dem Tutorial rausgekommen. Plötzlich regnet es mal wieder. Geil. Würde mich aber auch interessieren. Siehst du mich? Auf der Minimap oder auf der Karte im Allgemeinen? Würde mich jetzt einmal kurz interessieren. Ob man das auch sehen kann. So, zu welchem Volltrottel soll ich jetzt hingehen? Ein kleiner Stickerl. So, was? Normalerweise zeigt das mir an. Ist es nicht gerade der Havara? Schlangenpforte. Banabontanfisch. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. So, da ist jetzt mal. Achso, na, jetzt sehe ich es gerade. Ja, das war jetzt ein bisschen Arsch zum Sehen. Das war jetzt definitiv ein bisschen Arsch zum Sehen. Komischerweise sehe ich es bei der Minikarte, aber bei der großen Karte sehe ich einen Scheißdreck. Super, na, hallo, sehe ich was? Bin schon unterwegs, bin schon unterwegs. Go, go, Power Rangers! Nee, 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 nee. Aber schön, wirklich so Wahnsinn. Also so schön gemacht, geil. Ich find's gerade, ich bin gerade wirklich begeistert. Weil damals, ein paar Monate nach dem Konsolenrelease und jetzt, Wahnsinn der Unterschied. Ah, okay. Zahlt sich das jetzt für dich überhaupt aus, dass du in die Gruppe dann kommst? Weil, du technisch guckst du mal. Dann, ja. Okay, dann mach ich gar nichts weiter. Und der Stream läuft leider dann auch nicht mehr so lange. Aber wir sehen uns dann sicher am Abend dann wieder. Aber lustig, der Name Dodo Player. Ich mal wieder. Alles klar. Ja, das, für mich lohnt sich das auf alle Fälle. Aber ich muss sagen, ich will nicht zu schnell leveln oder irgendwas oder irgendwas in der Richtung. Ich will mich halt einfach mal nur spielen. Hm? Ja, das ist ein bisschen... Boah, ich bin ja schon viel zu schnell overleveled und alles da. Das hat man zum Beispiel, wie haben das geheißen, das Game auch Souls-like, Anime-like Stil. Boah, wir haben das Game geheißen. Irgendwas mit V, glaube ich, oder irgendwas.
Fiji, du hast das eh gespielt gehabt. Ja, Code Vein. Genau. Herst, da habe ich damals gespielt gehabt mit einem. Das war so zart. Nicht, weil... Das Spiel hat es mir ein bisschen ruiniert gehabt dadurch. Er war so dermaßen überlevelt und alles drum und dran. Und er ist so dermaßen durchgerusht durch das Game, dass ich eigentlich gar nichts mehr machen konnte. Er wollte natürlich ein bisschen auch höflich sein. Ja, kommst in die Gruppe und alles drum und dran. Wollte ein bisschen nett sein. Das. Ja, kommst du mal mit. Und dann, Alter, das hat mir das Spiel fast ein bisschen ruiniert gehabt. Na hallo, servus. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich bin da durchgegangen. Er hat nur noch gemetzelt. Ich bin halt natürlich ich habe natürlich gelevelt und alles drum und dran. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen auch den Reiz, beziehungsweise allgemein das Spiel, ein bisschen ruiniert. Und ich, seitdem bin ich da auch ein bisschen paranoid und ein bisschen vorsichtig, wenn es in die Richtung geht mit overleveled und alles drum und dran. Bist du eben Raid Racing? Bin ich da in dem Fall ein bisschen vorsichtig. Aber damals, wie du mir, Fiji, das Geld gegeben hast, mit, ich glaube, 1 Million oder irgendwas an Schilling. Alter, das hat so geholfen damals. Bist du deppert. Ich habe fast alles verbraucht gehabt, nur fürs Basteln. Nur fürs Basteln habe ich alles verbraucht gehabt. Das war Wahnsinn. Okay. Das ist mal wieder gut zu wissen. Also du kannst nie einfach zu stark sein. Ah, das ist geil. Also hoppala. Habe ich mir jetzt verschaut. Hab mir jetzt gerade durchgehabt, ich bin schon wieder fertig. Beschlag bei Bootwin abliefern. Ist es nicht eh der Havarator gewesen? Nee, da hast du wieder ganz anders, der Havarer. Eine Geschlechte. Wo gibt's denn den Havarer? Ich sehe das so schlecht, komischerweise. Ich sehe nur die Ego-Perspektive. Das Einzige, was mich interessiert. Ego-Perspektive. Geil. Scheitert schon bei der ersten Nebenquest. Super. Ein bisschen zu voreilig. Naja, da war ich definitiv ein bisschen zu voreilig. Wenn man schon wieder, ich hab schon instant glaubt gehabt, was der Stufe 2, 3 Missionen und man muss einfach nur einmal hier und einmal wieder zurück. Nee. In dem Fall nicht, aber wir können hier mal wieder den sexy S hier mal begrüßen und mal sagen, Hallöle. Aber Dankeschön, danke für alles. Ist schon geil gewesen. Und geile Kostüme. Hammerer! Da sind geile Kostüme dabei. Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Also ich hoffe, dass ich da irgendwann nochmal ausrasche. Hallo, servus, Chefe. Dich kenne ich ja. Oh, geil. Ah, Discord habe ich leider nicht. Aber jetzt, wo es auf der Blaze dann auch am Start ist, sollte ich mir jetzt auch endlich mal Discord zulegen. Sollte ich mal endlich. Ja. Aber ich bin sowieso eigentlich überall auch erreichbar. Auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram und alles drum und dran. Also, man kann mich definitiv erreichen. So ist es auch wieder nicht. Gut zu wissen. Jetzt zeig er mal hier. Jetzt muss ich mal. Immer diese Ingame-Frau.
Und? Ja, also viel sehe ich da jetzt aber nicht, Alter. Haberer. Viel habe ich da jetzt aber nicht gesehen. Ich bin mal schon, was ist denn die Ego-Perspektive? Der schaut gefühlt viel besser aus. Der schaut gefühlt viel besser aus. Ja, und Twitch, natürlich. Ja, Twitch kannst du auch auf alle Fälle immer vorbeischauen. Immer wieder schreiben. Bei Twitch ist es eher aber dann so, dass ich nicht immer gleich sofort antworte. Aber jetzt, wo du es halt quasi gerade im Stream erwähnt hast, ist natürlich klar, dass ich reinschauen kann. Nur für Twitch, so welche Benachrichtigungen kriege ich aufs Handy halt keine Benachrichtigung. In dem Fall ein bisschen schade. Aber dennoch, ich werde jetzt öfters reinschauen, beziehungsweise ich bin eh fast immer jeden Tag mindestens einmal on. Also live, dementsprechend sehe ich das eh auch, wenn ich mal wieder in die Einstellungen gehe. Ich würde mir das am liebsten eigentlich ehrlich gesagt behalten, aber ja, na gut, dann nimm. Gönn dir, Haverer. Finderlohn. Aha, Option. Aha. Ich weiß also nicht, aber jetzt, ich würde mal sagen, so jetzt gerade am Anfang ist einmal sowieso unnötig, dann nehmen wir natürlich das Positivere. Dankeschön. Oh, geil. Und ich freue mich immer wieder, wenn du vielleicht dann einmal sogar mal wieder vorbeikommen könntest. Und ich wünsche dir auch selbst noch extrem.